jetzt unser Land in 30 Minuten. Hier ist das Nordmagazin. Julia Fischer ist eine der gefragtesten Geigerinnen weltweit. Sie spielt mit den berühmtesten Dirigenten, den größten Orchestern. Eine solche Musikerin kann man nicht einfach mal so in eine Reithalle nach Redefin einladen. Da braucht man schon Beziehungen. Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern aber haben diese Beziehungen, denn Julia Fischer spielt hier, seit sie 14 ist. Viele Dutzend Konzerte hat Julia Fischer bei den Festspielen schon bestritten. Brahms' Violinkonzert allerdings war bislang nicht dabei, obgleich es eines ihrer liebsten Werke ist. Und nun ist es auch soweit. 1997 trat sie erstmals bei den Festspielen auf und erhielt auch den Solistenpreis. 14 war sie damals. Den Festspielen ist die Stargeigerin seither eng verbunden. Es ist nicht ein Festival, was versucht, jedes Jahr so viele neue Künstler wie möglich einzuladen und jetzt der Shootingstar von der CD-Firma muss jetzt vorbeikommen und von der, sondern wenn sich die Festspiele einmal für einen Künstler interessiert haben, fühlen sie sich dafür verantwortlich, den auch immer weiter im Festival mit einzubinden. 2007 wurde sie Preisträgerin in Residenz der Festspiele, war gerade Professorin geworden und bereitete in diesem Jahr zugleich ihren ersten großen Auftritt als Pianistin mit Edvard Griegs Klavierkonzert vor. Und auch ihr Privatleben änderte sich dramatisch. Sie heiratete, wurde zweimal Mutter. Dinge, die auf das Leben der nunmehr 31 Jahre jungen Künstlerin nicht ohne Einfluss blieben. Da ich deutlich weniger spiele als vor 7 Jahren, kann ich viel schöner auswählen, muss ich sagen. Also ich freue mich tatsächlich in 99% der Fälle auf jedes einzelne Konzert, was ich spiele, weil es etwas ist, was mir wirklich am Herzen liegt. Um diese Ausnahmemusikerin zu erleben, strömen schon am frühen Nachmittag hunderte Besucher nach Redefin. Und wenn auch die Pferdeschau und das Picknick zum festen Programm hier gehören, das Konzert am Abend ist der unumstrittene Höhepunkt. Mehr als 2000 Besucher wollen auch diesmal dabei sein. Bei Julia Fischers Festivalpremiere mit Brahms' großem Violinkonzert.